Was geht ab, Leute von Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu ReCore. Erstmal Mac reparieren. Das ist die Werkbank. Hier kann Jewel neue Teile erforschen und ausrüsten, Konfigurationen verändern und ihre Kernbots upgraden. Erforsche den Bauplan und ersetze Macs kaputtes Teil durch ein neues. Bauplan erforschen. Höhlentyp. Ja. Jawohl. Jetzt müssen wir Macs Hülle mit dem Teil ausrüsten. Drücke B, um das Menü zu verlassen. Da haben wir den Kernbot. Ganz einfacher Name. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn wir den Kopf austauschen? Denkt der dann anders? Wahrscheinlich. Neue fette Angriffe. Sieht geil aus. Wähle das neu erforschte Teil und A, um es auszurüsten. Sogar die Farbe geändert. Die Konfiguration werden wir uns natürlich abspeichern. Neu aufgepimpt und getunt. Du hast zusätzliche Baupläne im Inventar, sammel die benötigten Materialien und kehre zur Werkbank zurück, um die neuen Teile zu erforschen und auszurüsten. Halte bei deinen Erkundungen auf Neuiden die Augen nach weiteren Bauplänen offen. Okay, Mac. Hilfst du mir, den Terraforming-Pylon zu reparieren? So einen Scheiß kann der auch. Absolut zu allem zu gebrauchen. Lagertransfer. Jedes Mal, wenn du den Crawler betrittst, werden Kerne, Splitter und Beute in deinem Inventar automatisch ins Lager des Crawlers übertragen. Über die Werkbank kannst du das Lager jederzeit überprüfen. Na, wunderbar. Warum steigen wir nicht einfach aus? Granitstufen. Ui, die Ladezeiten sind aber relativ lang. Der Pylon ist im nächsten Sektor, Mac. Nichts wie hin. Na, dann mal los. Repariert ist er, getuned ist er auch. Die Farbe ist auch richtig krass eigentlich. Wir werden, glaube ich, gerade angegriffen. Wir gehen einfach mal weiter. So ein Double Dash wäre nicht schlecht. Können wir nicht irgendwie Materialien hier aus den Kernen, beziehungsweise aus dem Boden sammeln? Ich muss die manuelle Überbrückung einleiten, weil unser Schrotthaufen im Sand feststeckt. Warum nicht? Säppen wir das Teil einfach offen. Und wir sind drin. Oh, die hätten wenigstens ein kleines Minispiel reinpacken können. Einsames Becken. Ja, die gute alte Kombo-Anzahl. Desto größer, desto mehr Schaden. Eine vernichtende, intelligente Bombe ist das sogar. Ich dachte, wir ziehen einfach nur den Kern raus und die explodieren. Nein, das ist eine vernichtende, dicke, fette Bombe. Da sind wir auch schon. Neu-Eden war der nahegelegenste Planet mit erdähnlicher Atmosphäre. Er war nicht perfekt, aber er hatte Potenzial. Angriff! Voll angreifen, Mac. Wieso zum Henker löst er sich? Ich verstehe das nicht.
Hab ihn! Zack, extrahieren. Easy peasy. Sollen wir das natürlich immer machen. Bleib wachsam, Mac. Die Kernbots in diesem Sektor sehen auch verdorben aus. Alles hier ist verdorben und will uns töten, nur mal so. Der kleine Stein, der könnte sich auch einfach mal umdrehen und wir könnten drüber stolpern. Zack, brechen wir uns das Genick, das war's. So easy ist das in der Wüste. Der Pylon ist komplett zerstört. Ich weiß, Mac. Komm, gehen wir zum Pylon, bevor der Sturm hier ist. Na, dann geben wir mal Gas. Das ist das Kontrollzentrum des Pylonen. Oder was davon übrig ist. Ein Rennen gegen die Zeit. Hey, kleine Fliegenviecher! Null Chance! Die verschwinden ziemlich schnell. Hey, sammeln wir den Scheiß einfach rein und hauen ab. Extra hier! Ah! Shit, 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 ich werde gut davon abgehalten. Wie löst sich die Scheiße denn immer? Oh, jetzt kassiere ich, jetzt kassiere ich, jetzt kassiere ich. Mach ihn einfach fertig. Verdammt! Komm, ich will doch nur den Kleinen. Der löst sich immer wieder. Komm, mach ihn fertig. Sieht ein bisschen dicker aus. Extrahieren. Klappt nicht immer, keine Ahnung. Jemand hat die Höhlen modifiziert. Aber warum? Damit wir natürlich alles schön erforschen können. Jedes einzelne kleine Teil mitnehmen können. Überall kleine Pakete, nehmen wir die mit, warum nicht? Wenn wir schon mal hier sind. Da drüben. Noch ein bisschen schwächen und extrahieren. Wir wollen heute nicht. Abgenutzte Kolben. Der Sturm wird heftiger. Wir müssen da rein. Schnell. Das sollte uns eigentlich gelingen. Wir sehen eigentlich schon fast gar nichts mehr. Noch ein kleines Stückchen. Laut den Berechnungen sollte die Umwelt ungefähr 200 Jahre nach Aktivierung der Pylonen stabil genug sein. Sollte allerdings ein Pylon ausfallen, tja, dann nicht. Genau, dann haben wir nämlich Pech gehabt. Diese Tür hat keinen Saft. Vielleicht hilft da ja der Kern, den wir gefunden haben. Komm, Mac. Warum eigentlich nicht? Pylon 512. Ja, nichts wie rein. Wie sie sich freut. Ja, wir sind drin. Yeah! Je größer der Kreis, desto unpräziser sind die Schüsse.
Ah, die roten Viecher sind natürlich immer die tödlichsten, okay? Mehrere tödliche Angriffe. Pylon 512. Oder einfach 512. Mann, gut, dass wir aus dem Sturm raus sind, oder? Sicherer Hafen. Okay, suchen wir die Pylonensteuerung. Kann ja nicht weit entfernt sein. Hey, noch eine Transferplatte. Genau wie die in unserem Crawler. Sehen wir sie uns an. Da scheint etwas im Zwischenspeicher festzustecken. Dann ziehen wir es raus. Ja, klar bin ich ein Mensch. Ich heiße Jule. Und wie heißt du? Violet. V10LT? Oh, dann sperrst du also die Transferplatten. Aber warum? Revolution? Der kleine Mann will uns nicht zufällig anschließen oder so? Locker, wenn du verstehst. Naja, er hat uns die Tür aufgemacht. Lassen wir ihn einfach mal bleiben. Sonden auf Neu-Eden fanden seltene Mineralien auf der Oberfläche. Wir vermuteten, dass es unterirdisch noch viel mehr gäbe. Klar, das Ding ist hier voll von Kristallen. Da oben, die Pylonensteuerung. Komm mit, Mac. Benutze die Konsole, um den Pylon neu zu starten. Aber erstmal wird wieder gekillt. Oh, das ging ein bisschen schnell. Noch einer. Als lange es nur einer ist. Wir sind da. Hier drüben. Also sollte der Sandsturm sich ja eigentlich entlegen. Ich schätze, ein einziger Kern reicht nicht. Für den Pylonenneustart brauchen wir mehr. Drei Stück, um genau zu sein, um durch diese Tür dazu kommen. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Ich denke, wir haben die freie Auswahl, hoffe ich. Wenn das Ganze vielleicht doch nicht so linear ist. Na, welche Feinde kommen uns besuchen? Sieh mal, das Schloss dieser Tür ist irgendwie farbkodiert. Farbkodiert? Was ist denn? Rot. Aber das Schloss da war auch rot. Ah. Feiner Hund. Sieh an, sieh an. Ein Gewehr-Upgrade, oh, nicht schlecht. Ein guter Munitionsverstärker. Vielleicht hilft der bei der Tür. Na, hoffentlich. Schön. Nicht so schön. Gewehr-Upgrade. Tippe, okay, um den roten Feuermodus zu wechseln. Lass mich raten, die Viecher sind stärker zu. Schneller zu killen. Lande den riesigen Energieball auf. Boom! Angriff, Mac! Oh, wenn meine Waffe die Farbe ihres Kerns hat, haben wir überhaupt keine Chance. Boah! Komm zu stürmen! Boah, die verrecken so schnell! Rote Affinitäts-Energieschuss. Oh, ich kann die anzünden. Cool. Boah, das macht aber auch derbe Schaden. Ich fresse den wie Sau.
Vergiss es, den zu extrahieren. Ich gehe eher drauf, bevor ich ihn extrahiere. Komm, lass mich doch ein mindestens extrahieren. Offen ist die Dingertür. Dingertür. Oh, nicht schlecht. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Denn, besser als ein normaler Schuss. Ich kann die ja sogar noch anzünden dadurch. Gar nicht mal so verkehrt. Da ist der Kern. Ich muss nur diese Kernfassung öffnen. Die Druckplatte muss mit der Fassung verbunden sein. Aber alle Energiezellen fehlen. Dann besorgen wir die uns mal. Mein Gott, wenn der einmal durchschießt, ist Ende. Au. Wie weit soll ich denn noch schwächen? Ja, geht doch. Du hingehörst, kleiner Kerl. Ja, ich auch. Genau hier rein. Da sollte eigentlich die Plattform nach oben drehen, oder? Na komm. Ah, hier rein, okay. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch drei weitere. Hey, dann begeben wir uns mal auf die Suche. Auf geht's.